Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Heute mit einem Team rund um Mega Tour Talk. Noch dazu haben wir Turbobunz mit dem Fokusgurt, Meistergriff mit der Offensivweste, Entei mit dem Wahlband, Nidoking mit dem Lehmorb und Wahlglas Raikou. Ein Juju-Team, wie man schlichtweg vor allem, also wie man erkennen kann, wie man ohne Probleme erkennen kann. Und ich würde sagen, wir beginnen dann auch direkt mal. Und dieses Team habe ich auch schon einmal in einem Showdown-Kampf gezeigt, beziehungsweise im allerersten Showdown-Part. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und heute spielen wir gegen The Jolly Beartic. Und das ist ein sehr, sehr starker Gegner. Also ich weiß, dass er ein sehr erfahrener Spieler ist. Und das wird nicht einfach, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir sehen hier auf der gegnerischen Seite ein Panferno, Pixie, Trigifalo, Aerodactyl, wahrscheinlich Mega, Sumpex und Tentoxa. Ich denke mal, dass er mit dem Sumpex leaden wird oder mit Mega Aerodactyl. Er wird auf jeden Fall mit meinem Turbo-Lead rechnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also könnte auch mit Trigifalo leaden. Deshalb ist jetzt die Frage, was ich da machen möchte. Ich glaube, ich möchte mit meinem Turtok leaden, weil Turtok gar nicht mal so ein schlechtes Matchup gegen ihn hat. Und dann einfach eine Hydro-Pumpe abfeuern kann gegen Aerodactyl sowie gegen Nidoking. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich habe jetzt auch relativ schnell ausgewählt, also wird er wahrscheinlich damit rechnen, dass ich jetzt hier mit Turbutz leade, weil Turbutz ist halt ein offensichtlicher Lead in vielen Kämpfen. Das will halt die Tarnschiene rausbringen und dann Explosion drücken. Und wahrscheinlich geht er jetzt auch davon aus, weil ich eben so schnell mein Team ausgewählt habe. Und das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise bin ich nicht so zügig, was das angeht. So, jetzt ist natürlich die Frage, was er machen wird. Also, wie gesagt, ich rechne damit, dass er damit rechnet, dass ich mit Turbutz leade, aber genau das mache ich nicht. Und mal gucken, was hier passieren wird. Ich leade mit meinem Leopard 2A5 und er leadet mit seinem Aerodactyl. Perfektes Matchup. Sehr, sehr nice. Das heißt, ich kann direkt meine Hydro-Pumpe abfeuern. Was wäre sein potenzieller Switch-In in der Hydro-Pumpe? Wahrscheinlich das Tentoxa. Ich würde sogar gerne ein Double setzen. Wisst ihr was? Ich muss einmal kurz nachschauen. Ist der Sumpex Lead schon verfügbar? Ich glaube nämlich nicht. Weil dann wird das Mega Aerodactyl sein und das wird er hier nicht drin lassen wollen. Mega Sumpex ist noch nicht verfügbar. Das heißt, wir wechseln jetzt hier raus und predikten sein Tentoxa. Hat er ein Boden-Pokémon? Ja, hat er mit Sumpex, was auch ein bisschen nervig ist. Tentoxa kommt jedoch sicherlich rein. Dann könnten wir auch in Nidoking reingehen. Ja, aber das ist auch nicht so cool, das Matchup. Weil ich nicht sicher besiege. Also gehen jetzt hier entweder in Raikou oder wir feuern einfach eine Finsteraura ab. Aber ich finde tatsächlich den Raikou-Play irgendwie cooler, deswegen gehen wir in Raikou. Er wechselt raus, ja. Er wird in Tentoxa reinwechseln, da bin ich mir ziemlich sicher. Trigifalo tatsächlich sogar, okay, interessant. Das ist sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Aber ist natürlich auch verständlich, weil ich jetzt auch nicht so gerne auf eine Eisstrahl gehen würde. Wobei, Eisstrahl hätte ich auch einsetzen können. Ja gut, also hat auf jeden Fall gut gemacht. Er hat wahrscheinlich auch mit der Finsteraura gerechnet. Okay, ich gehe jetzt hier auf Voltwechsel. Er könnte natürlich Gewahlglas sein. Gewahlschalt sein. Aber dann sehe ich das schon mal. Ah, oder? Oder gehe ich jetzt hier in Meistergriff? Ich glaube sogar Meistergriff ist hier der bessere Play. Ja, Meistergriff ist der bessere Play. Denn dann sehen wir schon mal, ob er Gewahlschalt ist, weil dann wäre er drin geblieben. Oder geht jetzt hier in Sumpex rein. Und er geht auf Dracometeor, das ist sehr wahrscheinlich Gewahlschall, das werde ich uns auch gleich am Schaden erkennen, ob das eher ein Wahlglas-Item ist, aber es müsste Wahlschall sein wahrscheinlich, wieso wie er damit gespielt hat, Moment, oder? Ist das ein Lebenorb? Ist das ein Lebenorb-Item? Nee, das scheint Gewahlschall zu sein, okay. So, er wird jetzt hier vielleicht in Pixie reingehen, werde ich hier einfach mal auf Abschlag gehen, um schon mal Pixie das Item wegzuschlagen, weil ich kann danach immer noch in Nidoking reingehen. Ja, wir gehen hier auf Abschlag. Wir können auch einfach auf, wie heißt die Attacke? Ableitieb gehen, um uns gegenzuheilen gegen Trigifalo, aber er wird niemals mit Trigifalo drin bleiben. Das bringt ihm nichts, weil er scheint Gewahlschalt zu sein. Ich würde gerne am Schaden das erkennen wollen, ob das vielleicht sogar ein Wahlglas ist, was glaube ich nicht. Nee. Wahlglas hätte mehr Schaden gemacht, viel mehr. Da bin ich mir sehr sicher. Ich kann es trotzdem mal für euch nachrechnen, falls es euch interessiert, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das mehr Schaden gemacht hätte. Ja, Dracometeor hätte 60-70% gemacht. Ja, das scheint ein Wahlschalt zu sein. Das ist gut zu wissen, dass das Ding hier Gewahlschalt ist. Also wird er jetzt hier wahrscheinlich in Pixie reinwechseln, während ich hier auf einen Abschlag gehe. Oder geht in Tentoxa rein. Das könnte natürlich auch sein. Aber er geht tatsächlich in Sumpex. Ja, das ist auch okay. Da kann ich hier schon mal das Item wegschlagen. Natürlich wird er jetzt hier die Tarnscheine rauslegen können. Aber ich kann mich jetzt hier ein bisschen gegenheilen mit dem Ableitieb. Und das werde ich auch machen. Also gehen wir mal auf Ableitieb. Weil er hat die Überreste, das heißt kein Beulenhelm, was auch ganz cool ist. Den hätten wir zwar jetzt sowieso weggeschlagen, aber dann hätten wir nochmal extra Schaden bekommen.
Hier kommen die Tarnsteine. Dadurch, dass ich noch Turtok in der Hinterhand habe, sollte das, glaube ich, passen. Und ich kann jetzt hier erstmal ein bisschen Schaden auf Sumpex raufbekommen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Jetzt kann ich mich noch mal ein bisschen gegenheilen. Diesen Schaden sehe ich gerne auf Sumpex, weil ich nicht so viel habe, um Sumpex hart zu treffen in meinem Team. Er wird jetzt hier vielleicht auf Erdbeben gehen. Will ich das predikten mit meinem Turbots? Er könnte aber auch auf Kaskade gehen, deswegen möchte ich das eigentlich nicht. Aber ich glaube, er geht auf Erdbeben, um ehrlich zu sein. Oder wechselt raus. Turbots wäre tatsächlich ein potenzieller Play, aber ich finde, Turbots ist noch ganz cool im Kampf und kann mir später die Tarnsteine rausholen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier weiter auf Ableitung, oder? Wobei, wenn ich Meistere verliere, dann verliere ich mein Trigefalo-Switch in. Ich muss in Turbots reingehen. Ich darf eigentlich keinen Schaden auf das Ding bekommen. Okay, er wechselt tatsächlich auch raus. Jetzt in Pixie, oder wie? Okay. Das ist okay, das ist total okay. Ich glaube, ich werde jetzt hier sogar Verhöhner direkt einsetzen, weil er wird wahrscheinlich einfach auf... Wird er auf die Mondgewalt direkt gehen? Das glaube ich nämlich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er Donnerwelle oder so einsetzt. Deshalb gehen wir mal auf Verhöhner. Ja, wir gehen auf den Verhöhner. Er wird hoffentlich jetzt irgendwas einsetzen, was eine Statusattacke ist. Bitte, das wäre ziemlich cool. Und er geht auf die Mondgewalt, schade. Aber okay, wir holen hier die Tarnsteine raus und können danach explodieren. Nee, können wir nicht, das macht zu viel Schaden. Das ist aber okay. Wir gehen auf die Tarnsteine jetzt. Ja, das sollte passen. Die Tarnsteine möchte ich gerne draußen haben, weil sie dann erstmal mit Tentoxa wegspinnen muss. Und ich weiß nicht, ob ich ihn dazu kommen lassen möchte. So, da kommt die Mondgewalt. Ja, dann wäre es vielleicht schlauer gewesen, direkt auf Tarnsteine zu gehen, statt Verhöhner. Aber ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht die Donnerwelle oder so einsetzt. Aber Mondgewalt war schon der bessere Play. Dann können wir jetzt hier auf Nidoking eigentlich gehen, ne? Nidoking, was ist so sein Switch-In? Eigentlich nichts, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Eigentlich nichts. Oder was wechselt er in Nidoking rein? Ich glaube, er wechselt jetzt hier seinen Sumpex rein, um es zu opfern. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir gehen einfach mal auf die Schlammburge. Oder will ich direkt sein Tentoxa predikten? Nein, wir gehen einfach sicher auf die Schlammburge. Wir haben sehr viel predicted und ich glaube, dass er auch darauf vielleicht reagieren könnte, dass ich mir bisher hier sehr viel predicted habe in dem Kampf. Und er wird jetzt hier sicherlich sich denken, okay, der Junge predicted viel, vielleicht gehe ich hier sogar mal in Trigefalo oder in Aerodactyl, wobei das glaube ich nicht, das glaube ich tatsächlich nicht. Er wird einfach sein Sumpex opfern. Was anderes kann ich hier nicht im Kampf sehen. Denn es hat die Tarnsteine rausgelegt, ich kann sie natürlich noch wegspinnen, aber dazu muss ich auch erstmal kommen und das wird ein bisschen schwer gegen sein Team. Und deshalb wird er jetzt hier Sumpex opfern, oder? Ja, da kommt Sumpex rein. Natürlich wird er eine Schlammboge tanken können, aber eine Erdkräfte wird dann im Folgezug ausreichen. Außer zwei Schlammbogen reichen, dann gehe ich auch auf Schlammboge ein zweites Mal. Wir schauen einfach mal, wie viel Schaden macht das. Ja, eine zweite Schlammboge reicht auf jeden Fall aus, also gibt es jetzt hier nichts zu riskieren mit einem Erdbeben, weil er dagegen zwei Immunitäten hat und er hat keine Schlammboge, also keine Immunität für Schlammboge bzw. für Giftattacken. Also tschüss, Sumpex. Okay, das ist jetzt interessant. Sumpex ist zwar weg, aber jetzt holt er irgendwas rein, was mein Nidoking ein wenig bedroht. Und ich brauche Nidoking auf jeden Fall für dieses Pixie, das heißt, Nidoking werde ich so oder so nicht opfern. Wenn ein Trigefalo reingeht, werde ich in Meistergriff gehen, aber dann wird halt trotzdem Draco guten Schaden machen. Dann kann ich ihn aber raus bekommen mit einem Tempohieb. Also er muss letztendlich rauswechseln gegen Meistergriff, weil er Angst haben muss vor einem Tempohieb. Außer natürlich, er prediktet, dass ich nicht auf Tempohieb gehe. Also ich denke jetzt gerade schon ein paar Züge weiter, was er jetzt machen könnte. Wenn ein Trigefalo geht, dann würde ich halt Meistergriff gehen und dann müsste ich schauen, was ich dann mache. Entweder Tempohieb oder vielleicht sogar Abschlag, sein Tentoxa predictend, aber das ist jetzt gerade noch zu weit gedacht. Oder geht einfach in Aerodactyl. Aerodactyl würde ich tatsächlich auch hier sehen. Aerodactyl ist sogar ein kleines Problem. Ja, mal gucken, was er hier macht. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass er in Aerodactyl geht. Vor allem, weil ich noch nicht meine Mega-Turtok rausbekommen habe. Da habe ich noch nicht den ganzen Bulk, den man ja in der Mega-Form hat. Weshalb ich da gar nicht mal so sicher mit Turtok reinkommen kann und eigentlich schon so ziemlich was opfern müsste gegen Aerodactyl. Was würde ich denn dagegen gerne opfern? Das ist eine andere Frage, ne? Was möchte ich in Mega Aerodactyl reinwechseln? Da kommt Trigefalo aber rein. Okay, das sehe ich sogar ein bisschen lieber als sein Aerodactyl. Okay, wobei 25% Tarnsteinschaden auf Aerodactyl auch gar nicht mal so schlecht gewesen wären. So, okay, ich gehe jetzt hier auf Meistergriff. Ja, das ist hier der Play an dieser Stelle. Natürlich wird ein Draco guten Schaden machen, aber es würde mich nicht aus dem Spiel nehmen. Er könnte natürlich auch hier doublen. Das Predicten wäre auch ein guter Play von ihm. Könnte ich sogar sehen. Also das wäre durchaus ein Play, wo ich sage, okay, das könnte er jetzt machen.
Aber ich darf mein Nidoking nicht riskieren, weil wenn ich Nidoking riskiere, ist Pixie ein kleines Problem. Natürlich habe ich Entei noch und Entei macht super guten Schaden gegen Pixie, aber Nidoking ist da noch ein Tick besser, wenn ich das behalten darf. Vor allem darf, aber eben behalten kann. So, er geht jetzt hier anscheinend nicht raus, weil ich als erstes rausgewechselt bin und geht wahrscheinlich auf den Draco-Meteor, der nicht reichen sollte, außer er setzt einen Volltreffer. Draco-Meteor kommt. Und das macht natürlich jetzt hier soliden Schaden. Jetzt ist die große, große Frage. Leute. Die große Frage, predikte ich hier oder nicht? Ich könnte jetzt hier auf Tempohieb gehen. Ich könnte aber auch predikten. Und ich weiß nicht, ob ich predikten möchte, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Weil er hat mich sehr viel predikten gesehen bisher und wird sich denken, ah, vielleicht geht er gar nicht auf Tempohieb, weil er schon den Wechsel prediktet. Ich gehe mal weiter auf Draco-Meteor. Aber andererseits ist Triefalo ein gutes Pokémon gegen mich und das will er eigentlich nicht anschwächen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach auf Abschlag gehen, vielleicht sogar sein Tentoxa predikten, weil er die Tarnsterne wegbekommen möchte. Oder ich könnte sogar auf Donnerschlag gehen, das wäre vielleicht noch cooler. Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, ich gehe auf Abschlag, komm. Wenn er drin bleibt, hätte ich es bereut, aber er wechselt raus und geht hier vielleicht in Pixie oder in Tentoxa. Ich hätte das auch mit Donnerschlag predikten können, aber ich weiß nicht, inwiefern sich das gelohnt hätte. Natürlich kann er jetzt hier leider einen Turbodreher rausbekommen und das nervt mich ein wenig. Das hätte ich auch mit Raikou predikten können. Wäre vielleicht sogar noch ein besserer Play gewesen, aber das sollte passen. Ist das physisch defensiv? Ich glaube nämlich nicht. Ich gehe einfach auf Donnerschlag und besiege das Ding hier. Vielleicht besiegt er auch mich. Er geht auf Turbodreher. Damit sind leider die Tarnsterne von meinem Feld weg, also von seiner Seite weg. Also meine Tarnsterne von seiner Seite, was etwas blöd ist. Das wäre nämlich cool gewesen gegen sein Aerodactyl, aber das passt. Das passt, glaube ich, noch. So, er wird jetzt hier wahrscheinlich Pixie reinwechseln. Jetzt ist die große Frage, was ich dagegen machen möchte. Möchte ich meinen Meistergriff dagegen opfern oder nicht? Das ist schwierig. Weil Meistergriff kann tatsächlich mit dem Tempohieb noch ein bisschen Druck aufbauen. Er will da gar nicht mal so viel reinwechseln. Außer eben sein Pixie. Aber deshalb könnte ich eben in sein Pixie jetzt direkt mein Nidoking reinwechseln und baue wieder direkt Druck auf. Oder ich opfere meinen Meisterriff und wechsle trotzdem in Nidoking rein, weil er da immer noch keinen Wechsel drin hat, also Wechsel für hat. Das heißt, immer wenn Nidoking reinkommt, bekommt es eigentlich so ziemlich einen Kill. Aber er geht in Aerodactyl, okay. Das sehe ich, da sehe ich das gerne. Hat er Clownwetzer im Set? Ah, Leute. Ich will gerne eigentlich auf Tempohieb gehen, um Schaden rauszubekommen, aber wenn er Clownwetzer am Set hat, ist das gefährlich. Aber Megaturtok sollte dann trotzdem noch einen Hit überleben. Wir gehen noch hier auf Tempohieb. Ich möchte Schaden raufbekommen. Ich glaube, er wird mich einfach, einfach aus dem Spiel nehmen. Und Tempohieb wird gar nicht so viel Schaden machen. Aber es ist halt schöner Schaden, den ich da gerne haben möchte. Deshalb gehe ich auch darauf. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er geht auf, also ich gehe auf Tempohieb, bekomme da okay einen Schaden rauf und er geht auf Aeroas. Nice. So, jetzt ist natürlich mein Switch in direkt Turtok, keine Frage. Da brauche ich nicht lange diskutieren. Turtok möchte ich hier direkt reinwechseln. Aber das wird, glaube ich, noch ein sehr interessanter Kampf. Aber das wird jetzt noch sehr, sehr spannend. Das wird noch sehr, sehr spannend. Wenn ich dieses Aerodactyl wegbekommen kann, habe ich ganz gute Chancen. Aber gleichzeitig ist Triefalo noch ein großes Problem, wenn es Gewahlscheid ist. Und das ist Gewahlscheid. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, was hat er jetzt hier noch in seinem Team? Pixie. Er hat noch Panferno, das haben wir bisher gar nicht gesehen. Und Triefalo. Gehe ich hier auf den Turbodreher? Ich möchte eigentlich den Turbodreher einsetzen. Weil er könnte auch einfach in Pixie reingehen. Ach man, ich weiß es nicht. Ich merke auch gerade, auf diesem Set habe ich gar keine Hydro-Pumpe. Ich dachte, ich hätte Hydro-Pumpe raufgepackt. Ich habe, glaube ich, was falsch gemacht. Egal, das sollte aber trotzdem passen in dem Kampf. Aber eigentlich war das Team eben darum gebaut, dass es ein Hydro-Pump-Megaturtok ist, weil es einfach cool ist. Aber das habe ich hier nicht draufgepackt. So, ich gehe hier mal auf... gehe ich hier auf Siedewasser? Ja, ich gehe hier sicher auf Siedewasser. Ich gehe hier sicher auf Siedewasser. Denn wenn ein Pixie reingeht, kann ich dagegen immer noch Turbodreher einsetzen. In der Theorie. Er geht aber in Triefalo. Oh, Leute, ich hätte das fast prediktet mit einem Eisstrahl. Ich habe echt gedacht, könnte ich vielleicht auf Eisstrahl gehen? Eieiei, okay. Jetzt muss ich gut überlegen, was ich hier mache. Jetzt muss ich sehr, sehr gut überlegen, was ich hier mache. Das wird jetzt sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist, ob Aerodactyl ein Raikou... okay, wir bekommen sogar die Verbrennung. Ein Raikou besiegen kann mit dem... keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich auch gerade sehe, dass mein Akku rot leuchtet. Mein 3DS-Akku.
muss kurz einmal abtauchen und mein Aufladekabel holen, so, da bin ich wieder. Und direkt mal einstecken. So, Aerodactyl. Die Sache ist nämlich, wenn Erdbeben gegen Raikou nicht ausreicht, dann kann ich eben da noch was für haben. Aber nee, es reicht aus tatsächlich nach den Tarnsteinen. Also darf ich Turtok gar nicht opfern. Und muss hier rauswechseln. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Okay, was wechsle ich hier rein? Entei könnte ich reinwechseln. Oder Raikou. Ich glaube, ich wechsle sogar eher Entei rein. Das kann ich, glaube ich, eher opfern als Raikou. Muss ich, glaube ich, so machen. Ah, das ist gerade gefährlich. Ich hätte auf Eisstrahl gehen können. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Moment, ich habe mir gerade Kapernzahl, das merke ich erst jetzt. Hä, ich habe doch extra darauf geachtet, dass es ungerade ist. Egal, egal. Passiert, ist okay. Ich habe anscheinend irgendeinen Fehler gemacht. So, das macht okay einen Schaden. Er geht tatsächlich sogar nicht auf sein Draco-Meteor. Und ich gehe jetzt hier auf Turbo-Tempo, oder? Oder predikte ich? Ich glaube so, dass ich jetzt hier seinen Wechsel predikte. Und ich gehe auf Läuterfeuer, auf Flammenblitz. Ich glaube, ich gehe sogar auf Flammenblitz, weil er muss Angst haben vor einem Walbahn-Turbo-Tempo. Ich gehe auf Flammenblitz. Er muss Angst haben. Er wird doch jetzt Angst haben, weil Trigefalo ist noch eigentlich ziemlich nice. Selbst wenn es verbrannt ist. Bitte wechsel raus, bitte wechsel raus, bitte wechsel raus. Er wechselt raus. Okay, das ist nice. Was wechselt er rein? Aerodactyl. Nice. Perfekt. Perfekt. Da bekommen wir jetzt super guten Schaden drauf. Ich wäre sogar fast auf Steinkante gegangen, aber das hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt. Das ist super guter Schaden. Nice, nice, nice. Okay. Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt sehr interessant, was wir jetzt hier machen. Das könnte vielleicht das Match entscheiden. So, opfere ich hier mein Entei? Ich glaube schon. Auch wenn Walbahn-Turbo-Tempo noch ziemlich gut wäre. Oder brauche ich Walbahn-Turbo-Tempo vielleicht sogar noch, um das Match zu gewinnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt hier auf den Flammenblitz wieder. Er wird mich aus dem Spiel nehmen. Er geht sogar auf Verfolgung. Okay, super guter Play. Sehr, sehr guter Play. Damit hätte ich noch nicht mal gerechnet. Aber macht keinen Unterschied eigentlich. So, hätte ich rausgewechselt, ja. Hätte es keinen Unterschied gemacht. Jetzt könnten wir eigentlich in Megaturtok gehen. Megaturtok, Megaturtok, ist das der Play? Ich glaube schon, wir müssen in Megaturtok reingehen. So, und jetzt ist die sehr große Frage, ob ich auf Turbodreher gehe. Aber nee, ich glaube, Turbodreher ist hier sicherlich nicht der Play. Jetzt vor allem, wo Entei weg ist. Muss ich gar nicht einsetzen. Und dann können wir jetzt hier auf Siedewasser gehen. Na, ich glaube, Siedewasser ist jetzt hier der Play. Oder Siedewasser, Finsteraura, Eisstrahl vielleicht sogar. Eisstrahl? Nee, ich glaube, Siedewasser ist schon richtig. Er wird Aerodactyl opfern. Wenn er es nicht opfert, wäre es blöd. Aber ich glaube nämlich auch nicht, dass er sein Trigefalo jetzt reinwechselt. Ich könnte mir nämlich nur vorstellen, dass er hier vielleicht noch sein Panferno reinwechselt oder sogar Pixie. Das wäre gerade super interessant. Er steht nicht so gut für uns. Also er hat gerade ein wenig die Überhand, Überhandhilfe. Aber ich glaube, dass wir das noch gewinnen können in der Theorie. Das wird halt jetzt interessant, was er einsetzen wird. Er geht auf die Steinkante, die geht leider daneben und das war super unlucky, weil der Schaden auf Megaturtok wäre super gut gewesen für ihn. Den hat er jetzt nicht bekommen und das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Also sehr, sehr unlucky. Ist halt die Steinkante, kenne ich selber nur zu gut. Ach ja, Steinkante. Wir hassen das doch alle. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig gewesen wäre, dass er die Steinkante trifft. Es hat mich logischerweise nicht aus dem Spiel genommen, klar. Aber er hätte Schaden bekommen, den er gebraucht hätte. Damit er mich vielleicht mit seinem Trigefalo besiegen kann. Oder mit Panferno, wenn er da irgendwie Strauchler oder so drauf hat. Oder vielleicht Nahkampf mit dem Lehmorb könnte das auch reichen. Jetzt muss er, glaube ich, sogar in Pixie gehen. Jetzt ist er, glaube ich, dazu gezwungen, Pixie reinzuwechseln. Und dann kann ich meinen Nidoking reinwechseln. Außer er doubled. Und das könnte ich mir sogar von ihm vorstellen. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Er ist jetzt gerade ein bisschen in der Bredouille. Aber das wird ein spannender Kampf noch. Also bis zum letzten Zug, glaube ich. Außer irgendjemand von uns missplayt jetzt extrem. Oder es kommen noch irgendwelche weiteren Hacks dazu. Kann natürlich auch passieren. Aber an und für sich ist es jetzt gerade so eine Situation, wo ich nicht weiß, wer gewinnen könnte. Hier kann, glaube ich, alles passieren. Hier ist noch alles offen. Und das ist das, was es gerade so cool macht. Also ich finde den Kampf richtig cool. Mir bringt es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe natürlich euch auch beim Zusehen. Aber man muss auch wirklich sagen, der Jolly Birtic ist eben ein starker Spieler und da freut es mich natürlich umso mehr, beziehungsweise habe ich solche Gegner am liebsten, wenn man eben sehr starke Gegner hat. So,
Jetzt ist die Frage, was er macht. Er überlegt gerade lange. Er ist gerade sehr stark unter Druck. Da kommt tatsächlich Trigefalo rein. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Und ich überlege und überlege und überlege. Und mein bester Play ist Eisstrahl. Ja, das ist der beste Play. Das ist tatsächlich der beste Play. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, Pixie wäre hier der bessere Play gewesen. Und mein Turtok einfach anzuschwächen. Weil ich finde, Pixie macht nichts mehr in dem Kampf. Dadurch, dass ich allein noch Nidoking habe, außer er doubled halt irgendwie. Er geht auf die Finster auch, er kann natürlich jetzt hier einen Flinch bekommen. Vielleicht ist das auch sein einziger Play, auf einen Flinch zu hoffen. Aber nein, ich komme durch und damit stirbt sein Trigefalo. Und ich glaube, damit stirbt sogar seine Wincon, oder? Oder Panferno ist noch ein Pokémon, was das gewinnen könnte. Aber mit Raikou auf meiner Seite sollte ich das eigentlich immer noch down bekommen. Außer er hat einen Fokusgurt. Na, vielleicht könnte es dann noch gefährlich werden. Aber selbst da wäre ich mir ein wenig unsicher. Doch, wobei, mit dem Fokusgurt könnte er das vielleicht gewinnen? Nee, weiß ich gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Da kommt Panferno auf jeden Fall rein. Mein Play ist es jetzt hier, auf Siedewasser zu gehen. Er wird mich sicherlich aus dem Spiel nehmen, mit einem Nahkampf oder so. Wenn nicht, dann nicht. Dann besiege ich ihn, beziehungsweise bekomme sehr guten Schaden drauf. Vielleicht hat er ja immer noch den Fokusgurt drauf, wie gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, also ich hätte, glaube ich, jetzt hier Pixie reingewechselt, um einfach auf Mondgeweiht zu gehen oder vielleicht sogar zu doublen, weil ich das Nidoking erwarte. Ich glaube, das hätte ich so gemacht. Aber nein, wir sehen hier sogar einen Z-Angriff. Nice. Das ist der Z-Kampfangriff. Wahrscheinlich, weil der normale Kampfangriff da nicht gereicht hätte. So wie er es nachgerechnet hat. Und da sehen wir jetzt auch mal eine coole Animation gleich. Die fulminanten Vorschläge von Panferno. Da werden wir in die nächste Dimension geboxt. Ah ja, ja, das tut weh. Das tut sehr doll weh. Bitte lass mich in Ruhe, Mann. Bitte, ich bin doch nur ein Panzer. Tschüss. Und damit ist der Leopard 2A5 besiegt worden. Und wir gehen jetzt hier in Raikou. Das ist definitiv mein Play. Das habe ich ja zu oft gesagt. Das ist mein Play, ja, das ist mein Play. Ja, nee, das muss ich hier einsetzen. Und ich gehe jetzt hier auf den Voltwech... Nee, Moment. Donnerblitz oder Voltwechsel? Weil die Sache ist... Nee, Donnerblitz ist, glaube ich, hier die Entscheidung. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das immer noch verlieren kann. Zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also nicht zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber es kommt, glaube ich, auf eine Prediction an, wer das jetzt hier gewinnt. Weil wenn er jetzt in Pixie reingeht und ich dann in Nidoking reinwechsle, könnte er das eben predicten mit seinem Panferno. Und er könnte auf Panferno ein Erdbeben haben. Er bleibt tatsächlich drin. Er kann keinen Fokusgurt haben und das sollte ihn doch besiegen, oder? Es reicht nicht aus, aber Nahkampf sollte mich auch nicht besiegen. Hat er Tempohieb im Set? Hat er Tempohieb im Set? Plus Erdbeben, dann gewinnt er das Match. Dann gewinnt er das Match. Wir gehen jetzt hier auf Donnerblitz ein weiteres Mal. Können wir auch nur, wir sind Gewahrglas. Er hat Tempohieb im Set. Wenn er auch noch Erdbeben hat oder Flammenblitz. Also, ich weiß nicht, kann er das Match jetzt hier gewinnen? Besiegt er mich? Das ist die große Frage. Bei Nidoking sollte das Pixie besiegen. Das wird jetzt super interessant. Wir gehen hier auf die Schlammwoge auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Schlammwoge. Und jetzt kommt es darauf an, ob Panferno mich besiegt oder nicht. Wenn Panferno mich besiegt, habe ich verloren. Wenn Panferno mich nicht besiegen sollte, gewinne ich das. Weil ich dieses Pixie One-Hit-KO'n sollte. Also kommt es jetzt darauf an, was für ein Set er hier fährt. Er hat Nahkampf, er hat Flammenblitz. So, reicht Flammenblitz aus? Wenn es nicht ausreicht, aber nee, er ist in der... Nee, es reicht nicht, es reicht nicht aus! Ich dachte gerade tatsächlich, dass er in der Range von Großbrand ist, aber er hat ja Tempohieb gezeigt und ich glaube, Tempohieb wird von der Fähigkeit geboostet und zwar Eisenfaust, wenn es mich nicht ganz täuscht, oder irgendwas anderes hat er im Set. Das heißt, er hat einen Eisenfaust-Panferno, aber mit einem Großbrand-Panferno hätte er, glaube ich, gewonnen, weil mit der Schlammwoge soll ich dieses Pixie besiegen. Krass! Wäre das ein Großbrand-Panferno gewesen, hätte Flammenblitz gereicht, weil er in einer Range war dafür. Und Schlammwoge sollte jetzt gegen Pixie ausreichen. Ich habe das mit 11 KP überlebt, als ob. GG hier an dieser Stelle. Super guter Kampf. Kann man nicht anders sagen. Das war wirklich gut gespielt. Und ja, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, freue ich mich mal über Bewertungen, Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Super guter Kampf. Mich hat er unterhalten. Ich hoffe, euch natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Man merkt, ich zittere schon so ein bisschen und mache mal Sprechfehler hier, weil ich einfach... Ich bin überwältigt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.